Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Warum tappt das Spiel eigentlich immer raus, wenn ich jetzt die Aufnahme starte? Also auch dieses Spiel, merkwürdig, es passiert mir momentan immer wieder. Ich bin nochmal auf der Suche nach Potassium. Den Hügel rauffahren möchte ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, ich habe hier unten noch, ja, da sind noch einige Quellen direkt vor der Stadt. Lass uns das nutzen. Auch wenn es vielleicht hier ein bisschen kniffliger wird, weil vielleicht auch noch Hunde kommen könnten. Aber egal. Was muss, das muss. Hier müsste irgendwie ein Vorkommen sein. Da ist schon eins. Kann ich mir nicht hingehen lassen hier. Das Wertvolle. Nass hätte ich fast gesagt. Beziehungsweise nass ist es gerade auch. In der Tat. Das kann ich mir gerade nicht hingehen lassen, das mitzunehmen. Ich sollte das Licht am Minibike anlassen, sonst finde ich es echt nicht wieder. So, hier müssten noch mehrere Stellen sein. Da ist zum Beispiel eine. Zwei. Sehr schön. Machen wir das. Aber das ist ja auch alles immer nur temporär hier, ne? Wenn es denn abgebaut ist, ist es halt stumpf weg halt, ne? Und man findet es halt nicht so häufig wie Eisen oder so. Wenn wir alles so viel hätten wie Au, das lohnt sich aber. Das lohnt sich wirklich. Sehr schön. Das sind immer so 100 Potassium, ne? Pro Vorkommen oder 120. 40. Ja, 60. 80. 100, 120, ich glaube, das sind immer 140 Potassium jedes Mal. Das ist natürlich durchaus attraktiv. Da vorne ist noch was, das würde ich mir auch gerne noch holen. Und dann endet das Biom hier auch schon quasi wieder. Also hier haben sie es deutlich besser sichtbar gemacht. Aber ich glaube, es gab auch mal ein Patch in 7 Days, dass sie das Potassium im Schneebiom haben besser sichtbar gemacht. Ich würde sagen, da fahren wir noch mal ein bisschen geradeaus weiter. Das sieht ja so aus, als könnte es sich lohnen hier. Vielleicht ist hier noch mal welches. Ruhig langsam. Es wäre komisch, wenn es jetzt hier auf einmal aufhören würde. Wo es da vorne noch so gut lief. Mal gucken, auf der Karte, da sieht man das am besten. Da kann man wirklich leicht finden auf der Karte. Ist wirklich kein Problem. Am besten einfach mal durch Schneebiom düsen und dann nachträglich gucken, wo die Sachen so liegen. Nee, hier ist gerade nichts. Hier ist wieder was. Wow, was ist das denn da? Eine Wanderhorde. Ach, die muss ich jetzt aber auch nicht haben. Na, lass sie mal wandern, ne? Solange sie nicht zu mir kommen. Ich könnte sie jetzt eh nicht sinnvoll looten. Hier muss noch mehr sein. Irgendwo muss hier noch mehr sein. Wo denn? Eigentlich genau vor mir. Aber nee, hier gibt es ja nur diesen... Ist ja wieder irreführend. Moment, wir nehmen mal diesen Stein weg. Ich will gucken, ob dann das Zeichen da verschwindet auf der Karte. Sehr merkwürdig. So, wo wollt ihr denn überhaupt hin? Ihr wollt da den Berg hoch? Ne, das würde ich aber... Das glaube ich aber nicht, dass ihr das hinkriegt. Das bezweifle ich aber ernsthaft, Jungs. Was mich wundert, ist, dass hier am Rand gar keine... Zombies sind. Warum sage ich auch was? Dann kommt natürlich prompt einer. Ja, da oben wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber
Gut, ich glaube, wir sollten glücklich sein mit dem, was wir haben. Wir haben unser Minibike auch zurück. Schlimmstenfalls kann man nochmal Potassium aus Ressourcenstein holen. Das ist natürlich nicht ganz so cool. Och, ey, Mann. Warum ist denn hier jetzt keins mehr? Hier ist doch noch Schnee. Das muss doch zählen. Da drüben liegt eins. Diese Zeichen sind es. Da ist eins. Das ist natürlich auch nah an der Stadt dran. Ne? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht haben auch die Spawnpunkte der Tannen ein bisschen was damit zu tun, wo man was findet. Dass es nicht so nah aufeinander gesetzt ist. Bin mir da gerade nicht so sicher. Aber Potassium ist schon, also gefühlt häufiger zu finden als jetzt Blei am Boden. Ne? Aber du brauchst halt das richtige Biom. Ne? Ohne Biom geht gar nichts. Ich glaube, das war's. So, dann lass uns doch hier mal abhauen. Und wir wollen ja jetzt wohin? Dahin. Da wollen wir hin, in das Biom. Dann fahren wir nochmal direkt durch die Stadt. Erscheint mir am besten zu sein. Dann holen wir uns nochmal Kohle. Und dann können wir ordentlich Munition herstellen. Wieso habe ich eigentlich keine Hose an? Das ist ja interessant. Aber mir ist trotzdem nicht kalt. Naja. Gut, dann nicht. So. Und ja, das Minibike ist schneller mit dem Motor. Also. Doch, ja, eindeutig, würde ich sagen, ne? Dass er schneller ist. So, jetzt müssen wir hier eben durch das verbrannte Biom mal eben irgendwo hoch, ohne allzu viel Feuer zu fangen. Schade, dass ich schon wieder über 10 Wellness verloren habe da in der letzten Folge, aber gut, ist halt manchmal so. Und wenn ich die Möglichkeit habe, hier auf der Straße zu bleiben, werde ich das wohl auch nutzen. Ja. Ja, Wasser. Wir müssen zwar irgendwie großflächig mal nach, weißt du wohl, nach rechts, aber wir können mal eben kurz hier hoch. Wenn die Straße jetzt nach links abbiegt, dann fahre ich halt querfeld ein. Aber nee, sie machen Knick in die richtige Richtung. Sehr schön, so muss das sein. Dann können wir uns von oben in die Wüste stürzen, in das Grasland stürzen. Können wir eigentlich auch schon hier runter, glaube ich. Ja, ja, doch, machen wir. Autsch. Fahren wir hier so rüber. Alles andere. Wenn ich streng genommen die Waffen verkaufe, hätte ich womöglich sogar noch genug Kohle, dass ich mir beim Händler direkt eine Aura Blade, aber. Ich habe momentan so viel Stein, nachdem ich meine Kisten jetzt nachts auch nochmal aufgeräumt habe. Und Sand habe ich auch reichlich. Und Concrete Mix. In der Richtung brauche ich gerade erstmal nichts mehr. Aber ich sage, was ich mit der Mauer mache, weiß ich nicht. Also ich finde die Mauer so wie sie ist gut. Und auch mit den Schwächen, die sie hat, finde ich sie gut. Weil da, wenn man eine Basis hat, die gar keine Schwächen hat, was ja irgendwie nicht so das Problem ist, sowas zu bauen. Dann macht es aber irgendwie nur noch eingeschränkt Spaß, finde ich, weil wenn dann nichts gefährlich werden kann, ne, dann habe ich ja schon mal gesagt, dann brauche ich es eigentlich nicht zu spielen. Das tut mir jetzt so ein bisschen leid, aber auch nicht sehr viel. Werter Zombie. Ach doch, ich habe eine Hose an, aber hat die so eine komische Farbe? Irgendwas muss hier mal weg. Was? Ah, das. So, alles klar. Dann geht's jetzt, ja. So, passt. Mining Skill 94. Habe ich denn Federn dabei? Jetzt habe ich welche dabei. Sehr schön. Oh, echt jetzt. Warum nimmt er denn die Sachen auf, die man gerade gedroppt hat? Nur wenn man
aufsteigen will. Das ist durchaus nervig. So, aber wie gesagt, Kohle habe ich nicht mehr. Das ganze Potassium bringt mir überhaupt nichts, wenn ich keine Kohle habe. Und ich könnte... Ah, nee. Ich war überlegen, ob ich es jetzt schon im Inventar Schießpulver herstellen sollte. Das wäre ja... Könnte man die Zeit ja günstig nutzen, während ich hier farme. Aber nee, das wäre dumm, weil... Chemiestation ist da das erste Mittel der Wahl. Alles andere kostet zu viel Ressourcen. Ah, hier ist nochmal, hier sind nochmal zwei Kohle vor. Nee, eins. Eins nur. Ach, das ist eine kurze Hose, die ich trage. Echt? Ja, aber die kann doch nicht so gut sein wie eine lange, so als Schutz. Na gut, ich habe jetzt nicht die Werte angeguckt, ich habe es nur auf Item-Level geschaut und da lacht einen das Lila natürlich direkt an. Nehme ich den Reifen da noch mit? Nee, ich habe einen Reifen. Was soll's? Ich weiß, die kann man natürlich auch gut beim Händler verscherbeln, die bringen richtig Geld. Habt ihr mir mal geschrieben, aber... Ey, Geld ist jetzt nicht so mein Problem in dem Spiel hier. So, wo ist denn hier nochmal Kohle, bitte? Da sind nochmal zwei Vorkommen. Nehmen wir das hier. Ich muss aufpassen, ich weiß echt nicht, wie hoch die stacken. Bis 1000 scheint das Potassium zu stacken, dann wird das mit Kohle auch nicht anders sein. Wo war? Da am Wasser war Kohle, ne? Ich glaube. Sieht man das eigentlich auch so? Na, sieht irgendwie etwas anders aus, glaube ich, ne? Guck mal, war hier nicht irgendwo Kohle? Ach, doch so weit weg. Dann hätte ich ja doch mit dem Bike hinrollen sollen. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. So. Yay. Ja, dann kommen wir noch rechtzeitig vor Abend zu Hause an. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann kann ich nachts mal alles anschmeißen. Vielleicht kriegen wir nachts dann noch unseren... gut, dass ich das Licht angelassen habe. Unseren Screamer-Kill. Das könnte ja sein. Ein paar Skillpunkte könnte ich nämlich schon noch gebrauchen. Für Waffen. Ah, hier nochmal zwei Kohle vorkommen. Relativ nebeneinander. Stellen wir uns mal in die Mitte hin. Und ich glaube, gleich kommt der Augenblick, wo ich irgendwie ein bisschen Platz im Inventar schaffen muss. Habe ich denn Handschuhe an? Nee, sehr schön. Damit hätten wir den Platz im Inventar geschaffen. Ja, nur ich brauche aber... Da ist Kohle. Alles klar. Wo ist denn die Lady jetzt hin? Ach, da. So, dann lassen wir sie doch einfach mal. Aua, Mann. Ja, mir wird warm, ne? Ich merk's. Ich bin halt dick angezogen. Muss ich jetzt gerade mit leben, weil ausziehen wollte ich das Zeug jetzt auch nicht. Dann habe ich ja wieder das Problem, dass wir Inventarplätze fehlen. Ein, zwei Kohle vorgenommen hätte ich noch. Und dann würde ich ganz gerne mich auf den Weg machen. Okay, da hätten wir eins. Ja, sehr schön. Und auch hier schleicht irgendwas rum. So. Einfach nur mal so. Aber ich glaube, da die Folge ja... Das ist ja immer noch die Mini-Bag-Rettungsaktion. Nee, ist sie nicht. Nie. Stimmt. Das war die letzte Folge. So. Ah, den da hinten nehmen wir mit und dann... Oh nee, das sind noch zwei. Drei. Ach komm, lass uns das machen. Was ich habe, das habe ich, ne?
Was ich habe, das habe ich. Ich müsste noch mal was trinken. So, hier und... Wo war noch? Hier war noch mehr. Ich glaube, hier waren drei Vorkommen. Da drüben war eins. Na gut. Ich glaube, das andere ist irgendwo hinter mir. Aber dann schwitze ich jetzt halt. Ganz kurz gucken, ob da drüben eins war. Hast du Kohle gesehen? Ah, danke schön. Da drüben, genau, habe ich es doch richtig gesehen. So. Den gucken wir mal. Alles klar. Und ab nach Hause. Sehr schön. Dann können wir doch noch ein bisschen anfangen zu craften. Ach, da steht es. Okay. Nee. Da ich es ja sonst wieder nicht finde, muss ich mir mal eben Marker. Ich weiß, dass das eigene Haus auch auf der Map angezeigt wird, aber ich finde es viel praktischer, diesen roten Marker hinterher zu fahren. Den finde ich übersichtlich. Da komme ich gut mit klar. Der weiße da, der liegt mir nicht so sehr. Zumal, ja, okay, man kann schon sehen, was Haus und was Schatz ist, aber muss ein bisschen hingucken. Für Unaufmerksame ist es ganz gut, wenn man einfach nur dem roten Fähnchen folgen braucht. Das ist ganz praktisch. So. Mann, oh Mann, mittlerweile legt man auch weite Wege hinter sich zurück da. Also ohne Minibug wäre das natürlich gar nicht möglich. Aber es endet doch schon auch in sehr viel Fahrerei, die man hier hat, ne? Ich persönlich mache ja lieber Sachen, als dass ich irgendwie durch die Gegend fahre. Ja, okay. Ja, ohne wird es halt gar nicht gehen, ne? Oder man muss sich mal eine zweite kleine Basis bauen. Also, wir haben ja, hinter dem Schneebiom war ja auch nochmal eine Stadt. Das sind ja mal Tagesausflüge da. Also, da fährst du ja schon den ganzen Tag hin, bis du da bist. Oh. Das ist halt so eine Sache. Wenn du in eine Folge hinfährst, na gut, dann fährt man da halt offline hin, ne? Aber da musst du ja schon um 23 Uhr losfahren, damit du dann morgens um 4 eventuell in der Stadt bist. Sonst sieht es ja schwierig aus. So, gleich mal direkt Kleidung ausziehen. Und leer machen. Und trinken vor allen Dingen, bevor ich Wellness... Ihr hoffentlich auch nicht. Was denn? Ich will das da reinpacken erstmal. So. Kann ja nicht so schwierig sein. Ja, guck mal, da haben wir doch einen gleichmäßigen... Das sieht doch recht gleichmäßig aus, was wir da uns angelacht haben, sage ich mal. Da, Steine, Sand, alles klar, ne? Läuft. Da haben wir genug von. Das kommt da aber nicht hin. Das Eisen kann da rein. Das ist, müsste auch hier. Ach so, wir hatten gar kein Holz mehr. Schade. Wo kommen denn die 212 Federn her? Das sind ja sehr viele. Okay, dann räumen wir das hier mal alles sauber ein. Gunpowder und Papier kommt dahin. Ich packe das Metall mal nach da. Das packe ich mal nach da. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich bräuchte mehr Schmieden. Ich kann mir nicht helfen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bräuchte mehr Schmieden. Guck mal, da oben ist doch... Ich glaube, ich sortiere das mal um. Ach. Okay, alles klar. Da ist ja auch nicht mehr genug Platz drin. Da ist es. Ich habe schon wieder gesucht. Ja, nee, nach dem Update habe ich mir meine Änderung, mein Dings da, mit dem Minimod da nicht mit eingespielt.
Deshalb wird mein Minibike nicht mehr angezeigt. Es muss auch ohne gehen. Ein Scheinwerfer fehlt uns, den haben sie uns ja zerstört. Da müsste ich auch nochmal was gegen machen. Ja, jetzt haben wir hier mehr Potassium, als wir Ich habe ja momentan gar kein... So. Gar kein Holz. Jedenfalls nicht dabei. Das ist Chainsaw Parts. Die kommen da rein. Das kommt hier rein. Das kommt erstmal in die Waffenkiste. Das auch. Das kommt hier rein. Es ist eine totale... So viel Unordnung ist eigentlich gar nicht. Ich habe da ein System. Ob ihr das glaubt oder nicht. Ein System habe ich da wirklich. Irgendwie ist da eins. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie es aussieht. Drink. Und jetzt sollte ich auf alle Fälle erstmal die warmen Sachen ablegen. Heavy Banded Chest Armor. So, nö, das Bandana kann... Ja, ein Poncho könnte ich mir nochmal machen, ne? Okay, jetzt fällt auf alle Fälle die Temperatur schon mal. Ziehen wir das auch mal eben aus. Achso, 20 Uhr. Ich wollte... Gucken wir uns doch nochmal das Beet an eben. Da ist doch noch wieder ein bisschen was fertig. Vielleicht auch ein paar Blaubeeren. Ja, sammeln wir erstmal Kartoffeln, sehr schön. Endlich mal etwas in einer ernstnehmenden Menge hier. Ja, Blaubeeren, es geht nicht so gut. So, Tee muss ich mir unbedingt nochmal herstellen. Gut, dass ich hier jetzt mal Golden Rod auch angepflanzt habe. Und was ich überhitze. Ja, Mann, dann was denn? Was macht mich denn hier so warm? Minus 6 Grad. Das hat gar nichts. Ich kühl doch aber schon runter. Die Schuhe kann ich noch ausziehen. Mehr kann ich nicht tun. Recipes, Aloe Vera Seed. Da machen wir mal 8 raus. Recipes, Hop Seed, 9. Recipes, Yucca Seed, 12. Recipes, Blueberry Seed, die nehmen wir alle. Recipes, Potato Seed, nehmen wir auch mal 12. Golden Rod Seed machen wir nochmal 20. Ja, geht nicht. Müssen wir mal kurz warten. Drink. Dann lassen wir mal kurz die 13 Sekunden warten. Und ach, joa. Ne? Wir sind ja auch schon wieder bei 23 Minuten. Den werde ich die Nacht... Ja, hallo? Warum hat der das denn so eilig? 20, Craft. So. Okay, dann setzen wir den Kranz mal eben wieder ein. Ach, Kaffee. Da war ja noch was. So. Okay. Machen wir das. Komm, nächsten. So, dann setze ich die jetzt nochmal eben ganz in Ruhe und wir können uns dann gerne in der nächsten Folge wiedersehen. Ich glaube, ich bringe vielleicht jetzt in der Nacht mal meine Kisten so ein bisschen in Ordnung und mache das erstmal fertig. Könnte ich auch aufnehmen, muss ich jetzt aber nicht unbedingt, muss ich sagen. Sollte da ein Kreischer nachts kommen, ignoriere ich den eh. Dann, also weil wenn ich da nicht aufnehme, kann ich ihn auch ignorieren. Das macht ja am meisten Sinn, ne? Und dann verabschiede ich mich schon mal. Ihr merkt, ich bin gerade voll konzentriert.
nicht warum. So, jetzt haben wir hier noch den Golden Rod und dann passt das. Naja, und den Mais könnte ich eigentlich noch. Corn Seed können wir auch noch mal 12 draus machen. Ne? So, okay, dann verabschiede ich mich. Wie gesagt, ich werde dann wohl die Nacht wahrscheinlich mal eben allein hier craften, Kisten aufräumen. Ich würde ganz gerne Kleidungsstücke miteinander kombinieren. Und naja, die Zeit geht bei sowas auch immer schneller rum, als man es gebrauchen kann. Ne? Manchmal stehe ich also immer wieder fest auch. Das frisst ganz schön Zeit, sowas zu machen. Und ja, jetzt sind wir durch. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.